alle weglaufen. Hallo! Durch Max nehme ich jetzt immer am Anfang eine Runde auf von der Strecke, um sie euch zu zeigen. So, das ist Sandford. Ich bin sie noch nie gefahren. Ich habe keine Ahnung. Denn von Aufnehmen hat er eigentlich nie was gesagt, aber okay. Ah! Okay, das spreche ich nochmal von vorne. Aber eins muss man sagen, wie schnell er wieder in der Box ist, ne? Moment, habe ich das gerade... Das ist mit Abstand das schnellste Boxenlimit der Welt. 320 km/h. Sandford hat seine eigene Regel, bitch. So, das war die erste Kurve. Ich habe sie geschafft. Oh Gott. Ich komme mir vor, als würde ich einen Wal fahren. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was von der Strecke. Ja, die geht hier das so lang. Gar nichts. Die Strecke ist an einem Strand. Deswegen ist sie so wellig. Das merke ich gerade sehr. Was sagst du denn eigentlich zum Martini-Placement? Oh ja, danke. Wow, danke. Ich hab dich nicht gesehen, den Spiegel. Tut mir leid. Sie hat sehr viele Hügel, dadurch, dass er am Strand ist. Und die Fahrer sehr anspruchsvoll gewesen. Gibt's auch Windmühlen an der Strecke? Leider nicht. Auch keine Wohnwagen. Zumindest habe ich keine gesehen. Okay, dann sind wir in Holland. Tut mir leid. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ah, oh, was war das denn? Eine Kurve. Nennt man weiß ich, was für eine Kurve war. Was heißt die Restkurve? Vielleicht eine kleine Schikane. Ja, also sie ist, wie man vielleicht sieht, sehr wellig und kurvenreich. Was denkst du, was kannst du für eine Zeit erfahren? Eine schlechte. Bin ich... Guck mal, war momentan gar nicht unter Kontrolle. Und das heißt, das zieht auch nach links. Da habe ich einen Schlag mitbekommen. Ja, dann fahre ich jetzt auch mal in die Box. Das bringt nichts. So. Ja! Ich fahre in die Box, das bringt nichts. Eine Runde habe ich gesehen, das ist die Boxengasse, so. Könnten wir die Übertragung noch mal kriegen? Ja, die kriegt ihr sofort. Ich bin jetzt an die Box gefahren. Ups, da. Ich hole mir derzeit noch was zu essen. Moment. So, so. Da stehe ich und da bin ich wieder in der Box. So, das war... Hey. Sandford. Wir können ja auch mal einen guten Fahrer sehen, wenn der fährt. Ich fahre aber nicht. Doch, aber ein Fahrer. Man sieht vielleicht, wie sehr das wackelt. Es ist nicht schön. Ja, wahrscheinlich würde deshalb auch die Strecke irgendwann mal von... sie wurde ein paar Jahre später sogar verkürzt. Wie viele Strecken zu dem Zeitpunkt den neuen Sicherheitsstandards anpassen und so. Weil vorher keine Wohnwagen drauf gepasst haben. Nicht nur das, auch der Bereich, wo wir jetzt hingehen, der große Außenbereich, da war halt ein Strandnähe, wo es halt sehr wellig ist und man hat halt versucht, diese wellenartige Charakteristik der Strecke irgendwie wegzunehmen, indem man sie wie eine Wurst ineinander gepresst hat. Ich bin Käse. Ja, sie ist jetzt irgendwie zwei oder drei Kilometer lang und ein paar zerkratzte. Wurst nimmt aber ganz schön die Strecke ist, glaube ich, sogar noch so 5 Kilometer lang. Sie ist ein bisschen länger und ich habe total was vergessen. Und deswegen werden wir uns gleich nochmal sehen, dann beim Qualifying und ich... Hast du es verkackt? Ja, ich habe was verkackt einzustellen, nämlich die Runden. Deswegen okay, wir uns gleich dann zum Qualifying-Ergebnis. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir wieder mit dem Qualifying-Ergebnis. Hallo, Akbar! Danke. Ja. Piki. AIDS! Hepatitis B. Piquet hat die Pole vor Chombay. Ich hab von AIDS gesagt. Zum ersten Mal kein Brabham oder Lotus in der ersten Reihe. Und wahrscheinlich stimmt das gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Fällt mir gerade auf. Aber egal. Idiot. Menzel auf 3. Die Cesaris auf 4. Prost auf 5. 6. Alboreto, 7. Senna. Das wird eine sehr interessante Gruppe. Dort hinten.
De Angelis 8er, Surer 9er, weit vorne nach dem Österreich-Debakel. Wobei er hat es ja noch gut gerettet mit dem 9. Platz, muss man sagen. Ja, Benefit, ja. Also. Berger wieder weit vorne. Er hat den Dreh im neuen Rennen schaffen. Winkelhock 11er. Hey, ein Platz gewonnen. Yes! Besser als gar nichts. Fortschritte. Patrese 12er. Alfa Romeo. Okay. Lafitte, der 6-Platzierte aus dem letzten Rennen, nur 13er. Oh. Rosberg 14er. Mach mal, oh. Lauda 15er. Oh. Oh. Warwick 16er. Oh. Johansson 17er. Fabi 18er. Oh. Oh. Boots 19er. Oh. Okay. Ja, nehme ich an. Belloff 20er. Oh. Oh. Ginzani 21er. Was? Shinsuke Nakamura? Nein, Ginzani. So, ja. Oh. Palmer 22er. Ja, Privati oder irgendwie. Urani? Ja, Kevin. Kevin! Brundle 23er. Shiba natürlich 24er. Martini 25er. Aliot 26er. Und leider mein zweitliebster Holländer. In seinem Heimrennen startet er als von der Pole Position, wenn man das Feld umdrehen würde. Wäre er 27er. Ja. Er gewinnt das noch, komm. Genauso wie Bell auf dem letzten Rennen. Das hatte schon in der Tasche drin. Absolut, aber jetzt absolut. Der Start in 3, 2, 1. Nichts noch. Oh, Rottenletter nicht mehr letzter. Jetzt beginnt seine Aufholjagd. Es ist schon vorbei für die anderen. Ja, komm. Manni, du kannst in der Box fahren. Rottengatter kommt. PG führt immer noch. Alvoretto ist von den beiden Lotus. Okay, das Rennen ist jetzt schon perfekt. Besser kann es gar nicht mehr laufen. Wie wäre es mit einem Sieg? Den kriegen wir noch. Manni ist 10. Manni! An Sura vorbei. Kein guter Start für Sura. Berger ist 9. Die deutsche Gruppe. Also die deutschsprachige Gruppe. Ich wollte gerade sagen, die deutsche Gruppe mit einem Österreicher und einem Schweizer. Okay. Gut. Ja, Manni Winkelhock, Deutsch. Das ist, kann man machen. Kann man machen. Wie gesagt, ich muss man aber nicht. Oh ja, da kommt der Drifting wieder raus. Fängt das schon wieder an, Manni. Hat noch einen inoffiziellen Titel zu gewinnen, ne? Ja! Er lebt noch. Oh, da kommt Sura. Genau zum Anfang der zweiten Runde vorbei. Lafitte im Schlepptau da auch noch mit. Wer ist denn Lafitte? Also ich weiß jetzt nicht, wen du meinst. Den da. Aber der ging nicht im Schlepptau mit. Ei. Auf Platz 18. Vor Fabi leider. Leider, sage ich. Leider. Ja, da können leider. Die etwas weiter vorne sein, beide. Und jetzt gehen wir mal zum Erstplatzierten. Da ist er, Rottengatter. Führt das Rennen souverän an. Boah, der überrundet gleich. Ja, aber Krise. Moment, wäre er jetzt nicht zweit? Scheiße, stimmt. Nein, er hat Adi hat gerade überrundet. Das ach so. Das. Ja. Ah. Oder? Ist doch Aliot, nicht wahr? Nicht Rosberg. Natürlich ist es. Ja, Rosberg also so wäre scheiße dann, ist Rosberg auch nicht. Wollte ich gerade sagen. Rosberg ist doch nicht so schlecht. Ja, ich habe jetzt vor, das Rest des Rennen hier bei Rottengatter zu bleiben. Gut, finde ich super. Okay, das wäre selbst für mich zu langweilig. Da vorne geht's ab. Ja. Lotus, mal wieder unter das Volk. Groß auf 5, was macht Sennen da auf 9? Was macht Berger da auf 7? Das ist wirklich die viel bessere Frage. Was macht da ein Berger? Was hat der da verloren? Also, das finde ich am schönsten. Also, egal wo Berger ist. Oh, guck mal, wer hinter Senna ist. Wir sind ja schon wieder hinter Senna. Oh. Ja. Gibt's noch eine Revanche?
Der Drift King möchte ein Lotus überholen. Der Drift King überholt in den Driften. Oh shit. Das. Komm, nimm die Kurve im Drift. Viertletzte Europarennen müsste das sein. 13, 12, 11. Jetzt kommt wieder der Mathe-Genie. Nee, 14, der Mathe. 13, 12, wow! Der ich Mathe-Genie. Bin der Deutsch King! Oh, da ist der Drift gewesen! Habt ihr den gesehen? Unglaublich. Ja, ja. Der Money. Mein Deutsch ist so gut wie wir. Wie, keine Ahnung. Du haben gelernt Deutsch bei Yoda. Butter mit, oder? Ja. Na gut. Was mit Buttermilch? Was hast du gegen Buttermilch? Hier. Halt dein Maul, du. Nichts Effektives. Grundlage. Problemhaber. Gerhard Berger ist fast in den Punkten. Ich mach langsam mal, ich hab langsam mal Angst. Tombay steckt in Schwierigkeiten. Was, Tombay? Zombie! Oh, das ist da vorne Skill P, ich seh ihn! Ungespielt, müsst ihr auch irgendwo noch rumhocken! Das ist ungespielt. Alter! Berger ist in den Punkten, aber... Gehen wir mal zu Dena, also Dena hier, ganz weit vorne. Wie? führt das Wo Rennen an. Wo ist eigentlich Kronk? Oh, 16. ist Kronk. Du hast gerade den Namen Kronk geschmutzt. Das ist höchstens Saraza. Nein, Saraza ist das hier. Nein, das ist Kronk. Das ist keine Ahnung. Was so viel ist. Danke. Ich nehme es gerne an. Berger ist 5. Aber 7. Berger. Für die Top 3. Berger zerstört jetzt eben alle. Das habe ich schon im letzten Rennen gesagt und dann fuhr er auf 16, 17 rum. Das bringt Gott, ihm Glück. Oh Gott, Manni hat Interesse. Also es gibt noch ein paar freie Zimmer. Also wenn er Sender haben möchte, die können sich ruhig ein Zimmer nehmen. Also hab da nichts dagegen. Der Drift King muss einparken. Ah, ich nehme das Rennen gerade wieder so super ernst. Er ist scheiße zum Parken. Ja. Nehmen wir doch alle, nicht wahr? Erstplatziert. Entschuldigung, ich habe mich vertippt. Erstplatzierter. Wolltest du gerade sagen? Das da ist Colt Miller. die Legende. Ja. Colt Miller Rottengatter. Wer kennt ihn, sie, es nicht. Ach du was ist... Ja. Alter, Senna, ich glaube, Senna hat mich Senna! Die Angelus, will sich mit Tombay paaren. Mit Lass Tombay, jetzt mache ich schon die gleichen Fehler wie Max. Fährt ab. Später sage ich noch zu Winkelhock, Winkelhoff. Ich bin looking for Senna. I've been looking so long. Ja. Ah, ist wieder aus den Punkten raus. Senna hat sich stört mich überhaupt nicht. Jetzt muss ich doch wirklich überlegen, nicht Winkelhoff zu sagen. Ja, der Winkelhoff! Der Winkelhoff. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt. Eigentlich nicht. Ja. Song. Nein. Hauptsache, wir haben dreimal Werbung für Zigaretten. Er lebt nicht. Ich habe das Rauchen gesehen. Achso, das sind dann die Fahrer. Aber wenn der Rauch ist, braun ist. Der Hesselhoff ist gerade... Nee, warte mal. Was? Berger hält überhaupt nicht auf? Nein. Nein. Das kommt nur so vor. Nein. Oh, guck mal, da ist... Guck mal, wir haben Arschspießer. Da ist Sucher. Der Winkelhock ist vorbei, der Sucher ist vorbei. Ob wie viel da ist denn Sucher im Moment? Hey! Da war ich sehr nah dran. Was ist mit... Senna was ist mit da. Berger los? Der hat immer so die erste, zwei, drei Runden ist er total over the top und dann hält er den ganzen Verkehr auf. Nein,
Ich hab's doch schon gesagt, mein Sprichwort. Er zerstört das Feld. Also ich muss auch sagen, hat ein schlechtes oben auf ihm. Wenzel zerstört auch gerade so richtig das Feld. Um ehrlich zu sein, ich habe eine Voodoo-Puppe hier von Berger. Stich dort immer rein. Hab ich noch aus meinen Brackham-Zeiten. Hab ich mal nach dem Rennen gemacht. Ja, holt gutes Ergebnis. 1985. Und ich gucke immer noch hinter dem McLaren rum. Circa mehr als 10. Aber ist egal. 10 ist gut. Jo. Ja. Was Sura und Winkelhock dort machen, ist auch in Relativität gut. Manche sehen es als gut an, manche sehen es als schlecht an. Ja, tut mir leid, ich brauche halt ein bisschen Platz vorne. Ich brauche reine Luft. Besonders nachdem ich die Abgase von Senna geschnüffelt habe. Wie war's denn? Und so? Vom Berger. Am Berger ist es der Schlimmste. Ja. Italienische Abgase sind so schlimm. So, wie gesagt, diese Abgase, da haben wir VW-Motor. Und dann merkt man, es ist ein Und dann merkt man auch schon die schwarzen Wolken am Horizont. Ja, zum Beispiel da. Die wird schon leicht dunkelgrau. Und mit etwas viel Fantasie. Also, da sehe ich schon dunkelgrau. Also. Nein, Pixel wahrscheinlich, aber. Ja. Mhm. So, man könnte jetzt auch mal näher rankommen, wenn ich bei ihm bin. Also. Ah, siehst du, ich sehe die dunkelgrauen Wolken direkt neben den weißen Wolken und dem blauen Himmel. Stimmt, da sind wirklich ein paar. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Jetzt welche Wolken? Ah, da das regnet noch, das regnet noch, wette ich. Stimmt, wolltest du ihn jetzt hier auf Regen stellen? Es schneit. Okay, nächstes Rennen im Regen, das hat mir meine Wette. Genau, nee, ja, nächstes Rennen, ja, das ist, unsere Wettedienste schauen, haben ganz klar gesagt, kompletter Regen. Du, ist ja, es komplett nass. Wir haben auch eine Regenwahrscheinlichkeit von 25% hier, aber mit etwas Glück nicht kann hier, es sein, dass es hier nicht regnet. Mit etwas wenig Glück überhaupt keins. Nee, wo sind wir denn beim nächsten Rennen? Ich habe keine Ahnung. Dann guck mal nach. Europa? Nee, noch lange nicht. Okay. Wenn wir in Europa dann wäre die Saison schon vorbei. Okay, dann kannst du mal hier so ein bisschen fragen. Auf welche Strecke freut ihr euch? Wir werden kein tolles Wetter in Italien haben. In Italien? Mal. Kein Regenwetter? Also, da ist ja ein Deutscher mit einem Mittelklasse-Team auf Platz 1 gefahren. Im Regenwetter in Italien. Ja, und zwar Michael Schumacher. Richtig! Und Heinz-Harald Frenzen. Er auch, genau. Heinz heiratet Frenzen. Aber das war nicht im Regen. Und wieder? Ja. Egal. Die Träne, die Frenzen dort ausgedrückt hat, kann man auch. Ach so, apropos aufhalten. Sura hat dort ein bisschen Spaß. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Brauchst du auch ein bisschen Platz vorne? Apropos aufhalten, wie gehen wir zu dem Mann, der keine Sau aufhält? Nämlich den führenden Bub Rottengatter. Oh ja! Oh! Ja. Super, ich sehe keine tuka, Fehler, tuka, können wir wieder tuka, gehen. Tuka. Apropos Tuka. Warum schießt du das? Aha. Ist kontraproduktiv. Oh, der schießt ihn ab, Timo. Nein, Michele schießt ihn nicht ab. Danke. Sehr nett von dir. Oh ja, Prost ist auch recht nah dran. Wenn ich das richtig sehe. Ja, wird schon stimmen. Sind das an der Chesros vorbei? Winkelhock fährt alleine. Sura hält keine Person mehr auf. Wahrscheinlich hat er sie so abgebremst, dass sie nur noch ein km/h fahren konnten. Ja, gehen wir mal zu Laffite und Warwick. Das ist ein schönes Duell. Ja, bis jetzt war eigentlich recht viel. Ja, aber jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Ja, jetzt wird es ein bisschen staubig im Rennen. Ja, der führt dann
Ach, Piqué. Oh, mal was los. Menzel geht am Piqué vorbei. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Sag mal, gehört Piqué auch also ein bisschen zu Brabham? Nein. So oft wie er mit dem mitfährt, schon. Sein Mot hat mir auch was von Brabham gesagt. Besonders letztes Rennen. Mani. Hallo, Kamera. Hallo. Wir warten eigentlich nur auf den einzig wahren Helden. Ja, ja, alle wissen seinen Namen. Palmer war der einzige Kamera. Nein, der Varel kommt noch. Da hinten ist er. Hubschrauber Einsatz. Der Hub. Hub. Der Hubschrauber Einsatz. Die Liebe meines Lebens. Willst du darüber reden? Er nannte sie Herbert. Tante Herbert. Und jetzt fängt da schon wieder an. Nee, Moment mal, wenn Hupi jemanden nagelt, ist das ein Hubschrauber-Einsatz? Auf welche Schrecken freut ihr euch denn so? Mal so ganz ein bisschen off-topic. Japan. Wenn es gibt. Gibt's nicht. Schade. Dann mal. Europa. Dann Italien im Regen. Und du, Patrick, du bist ja der bestinformierteste von uns allen. Ja, ich hasse alle Strecken. Ich hasse alles. Das ist natürlich eine objektive Meinung. Ja. Ich freue mich auf Südafrika. Warum? Weil du dann irgendwelche Witze reißen kannst? Ja. Nicht nur über Schwarze. Ach, die Witze können. Die Witze können ein Essen mitnehmen. Ja. Hat so seinen Preis, aber hey. Auf welchem Platz sind denn die Arrows? Das ist. 10 und schlag mich tot, 17. Oh, das geht ja. Oh, die McLaren beide relativ. 8 und 9. Ja, die. Ich wollte sagen, die kämpfen dort, aber ich fahre eher in Formation. Ja. Hinter den Cesaris, den sie eigentlich überholen sollen, aber... Ich glaube, das hat niemand dem McLaren gesagt, dass die Leute überholen sollen. Oh doch, Lauda hat jetzt was mitbekommen. Lauda hat sich überlegt, hä, warum bin ich denn mal überhaupt Champion geworden? Dreimal. Dann fiel ihm das ein und dann... War es schon spät. Ja, dann war nämlich Sura da. Da dann. Und lag los. Hey! Oh Gott, oh. Hey! Oh! Hey! Oh! Hup! Oh. Schrauber Einsatz! Nein, Rottengatter! Boah, keiner kann das. Wenn ich wieder stören darf. Du darfst nicht stören. Jetzt stör mich doch nicht. Na, wenn ich wieder stören darf, oh, hup. Nein! Dafür immer noch das Rennen an, ist bald vorbei. Hoffentlich. Nee, es sind noch 20 Runden. Aber du musst ja unbedingt 35 Runden einstellen. Ja, immer die Hälfte. Wieso sind die so viel dort gefahren? Das ist doch eine recht lange Strecke. 4 Kilometer. Ja. Laut Decoy. Ja, gut. Stimmt, eigentlich waren es nicht so. Die fahren wie ein Zug. Aber Trulli ist nicht da. Ich habe auch nie erwähnt, dass. Was hast du mit dem Schnulli? Nein, Trulli-Train. Trulli kommt später. Chuchu. Ja. Wie, genauso wie Panis. Ach, nee. Ich glaube, ich muss noch was ändern in der Zeit. Warum? Willst du Panis fahren oder was? Ich weiß noch nicht. Also meine Fahrer... Aber das ist ja noch die ferne Zukunft.
dahin ändert sich noch viel. Bis dahin werde ich wahrscheinlich einmal Konstrukteursmeister sein, nämlich dieses Jahr. Der Rest dann nicht mehr, bis ich im Jordan bin. Auch im Jordan wirst du nicht Konstrukteursweltmeister. Wie soll ich mit dem Fahrrad? Lass mich. Niemand hat was gegen Schnulli. Nur ihr. Trulli ist scheiße. Halt die Fresse. Nein, hast du mal gesehen, wie der fährt? Er hat einen Zug. Das ist doch gut. Ja, er hat wirklich einen Zug. Mir ist jetzt gerade auch eingefallen. Aber wenn du immer einen Zug haben möchtest, dann hat er einen. Ich möchte keinen Zug haben. Ich habe einen Zug in der Also ich muss sagen, also auch wenn ich sage, Rottengatter fährt das spannendste Rennen, Prost fährt es eindeutig. Keiner ist vor, keiner ist hinter ihm. Keiner ist neben ihm. Das ist ein bisschen ein Sender. Oh, zur Hölle bin ich hier. Freie Kammer. Oh, oh. Und hier sehen wir die Crowd hoch detailliert, wie man sie kennt. Kein Wunder, dass du. Winkelhock. So, jetzt warten wir. Tschüss, Herr. Auf den. Oh, da kommt der Mann mit viel Action. Ist bisher noch keiner ausgefallen. Allah. Ja, zum Glück. Könnt ihr mal nachgucken, ob einer ausfällt. Es läuft noch alles glatt. Hoch die Hände, rennen zu Ende. Dum, 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 dum. Nein, also. Danke. I've been looking for Warwick. I've been looking so long. Und ich komme nicht näher dran. Bitte gib mir doch ein besseres Auto. You've been looking for Dead. For Dead left Jesus. Deco denkt sie einfach nur, nein! Ich weiß, was Deco denkt. Meinst du die Tante? Ja. Ah, okay. Dann sag ich schon. Dominik, was hast du gegen Tante Detlef? Ich wüsste, was er gegen Tante Detlef hat. Nichts Effektives. Nein. Er mag es nicht, dass Tante Detlef ihm immer sagt, dass er seine Hausaufgaben machen soll. Ich hoffe, dass er das gehört hat. Ich stelle mir gerade vor, wie er in der Schule ist, seine Lehrerin reinkommt, er erinnert sich daran und stellt sich einfach Tante Detlef vor. Ich finde das lustig. Er denkt einfach, wir hatten wer Tante Detlef. Okay. Oh, I've been looking for a Detlef. Nicole? I've been looking so long. Das Problem ist wahrscheinlich, es gibt eine Person, die mich daran erinnern wird. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ich auch nicht. Wir haben überhaupt nicht ein. Ja, ich glaube, wir sind nicht in ein Projekt, der ein rot-weißes Auto managt. Mhm. Aber hey, Decol, solange du es dir nicht vorstellst, ist doch alles in Ordnung. Ich sag mal so, Decol ist eine sehr leise knackende Nuss, was das angeht. Ja. Hausaufgaben, Detlef. Ah! Ich will ja nie wieder mehr Hausaufgaben haben. Ja. Decol, viel Spaß morgen in der Schule. Decol, du kannst dich entscheiden. Entweder machst du Hausaufgaben oder Detlef kommt. Es reicht auch, wenn Detlef erscheint. Ich muss ihn ja durch die Nebel. Nee, Detlef muss schon kommen. Er erscheint dir einfach. Pap. Und dann kommt er. Mit grellem Licht und einem Heiligenschein. Und so Engelsflügel. Engelsflügeln. Eine Harfe. Oh.
Und dann schönen Glockensound. Und dann kommt die Stimme. Ich will nicht wissen, woher der Glockensound kommt. Bitte, bitte. warum willst du Sura kicken? Ja, mach das! Ja, mach das! Yes. Nee. Das darfst du machen. Also, wir haben beim Messen, das ist meine Einverständnis. Oh, leck mir doch am Arsch! So, lasst uns wieder zum Rennsieger gehen. Ja, leck die Runde ist ja bald vorbei, dann haben wir einen neuen Rennsieger. Ich bin dafür, dass Rottengatter seinen Vornamen ändert. Nein, nein, nein. Fängt da mit dir an! Das war das letzte Mal, dass wir Rottengatter gesehen haben. In dem Übrigens, halt ja, ist ja, ne? Der neue Sieger heißt Eddie Schieber. Spitzname Detlef. Okay, Theo Fabi. I've been looking so. Bester Kumpel von Detlef. I've been Kike Rosberg. Detlef. Also der hatte schon mal was mit Detlef. Stefan Belloff. Okay, den kann ich Der hat auch was mit Detlef. Nein, der hatte nicht mit Detlef. Nee, sein zweiter Vorname ist Detlef. Manfred Winkelhock ist auch in Detlef. Was? Nein. Dann nein. Terry Bootsen. Oh Gott, der war schon dreimal Detlef. Senna. Am das hat keiner etwas. Na. Versuch's mal mit Menzel. Piquet. Okay, Piquet ist der... Hab ich nichts dagegen? Nein, Piquet ist Detlef. Okay. Prost. Nee, besser nicht. Lauda. Der ist Feuer und Flamme und Detlef. Der ist Feuer und Flamme für Detlef. Der ist Feuer. Nicht so heiße Angelegenheit zwischen den beiden. Der war einfach... Die können einfach komplett abfacken, ey. Weißt du, wie du die Folge nennen kannst? Tante Detlef. Holland, Holland, Detlef, Holland. Easy peasy lemon squeezy. Nee, warte. Irgendwann mit Detlef, irgendwann mit Detlef. Scheiße. Detlefs Tod. Nee. Lauda ist Achter. Erst mit Dominiks Tod. Durch Tante Detlef. Nein. Doch. Kann bitte jemand einen Minecraft-Account mit Tante Detlef machen und mich dann schreiben. Aber nur wenn ich dann Dico besiegen darf. Und schickt ihm dann eine Freundschaftsanfrage. Nein, Tante Detlef darf Dicol besiegen. Und schickt Dicol dann eine Freundschaftsanfrage. Ja. Ja. Account wird gemacht. Aber ich hol mir dann extra einen Nackskin. Bauchbehaarung. Kann ich gerne machen. Danke. Ach, hast du einen neuen Also ich muss sagen, für einen Gastgeber bist du ganz schön ruhig. Was ist denn los? Also da war ich sogar ist wie in meiner Talkrunde. Ja. Detlef. Was hast du gegen Tante Detlef? Ohne Witz, Tante Detlef Hype. Jetzt sag nicht nichts Effektives. Doch ein Kondom. Nichts Effektives. Ja. Nee, das sollte ich ja nicht sagen. Deswegen sage ich es. Also, du hast ja dann weißt du. Die Psychologie. Gut, dann sag nichts Effektives. Nein! Ich weiß nicht, ob ich nichts Effektives sagen soll oder einfach nichts Effektives. Oh, das ist schwer. Das war einfach nichts Effektives. Okay. Jetzt habe ich
etwas nicht Effektives gesagt. Und gerade auch noch nicht Effektives. Da ist mein Jesus gerade wieder eingepennt, danke. Ja, Gott sei Dank. Wie jeder andere Fahrer. Mann, immer gehe ich zu Fahrern, die nichts, bei denen nichts los ist. Ja, wo die geht's auch? Spannung. Ja. Oh, Prost, was machst du denn da? Willst du auch wieder Spannung haben? Ja. So, nach 20 Sekunden einsame Fahrten. Du Senna! Möchtest nicht so wirklich? Könntest ja mal vor Prost ins Ziel kommen. Ja, das wäre auch mal schön, ja. Der WM-Zweite. Oh, Tembay. Ja, so am Nacken. Ja, dann nimm ihn doch vom Nacken weg. Apropos am Nacken hängen. Hallo, Nigel. McGinnis? Nee, Menzel. Mir fällt halt kein anderer Wrestler mit dem Namen Nigel ein. Sollte mehr Wrestler mit dem Namen geben. Gibt wahrscheinlich noch mehr Wrestler. Es gibt Virgil, zählt das auch? Virgil. Nein. Schade. Ich habe zu viel in meinem Leben schon von Virgil gesehen. Wollt ihr den Namen anstupsen oder was? Sind wir bei Facebook? Ja. Habe ich gemerkt. Denn ist Nigel ist und Nelson sind beste Freunde. Ich bin ein riesen Fan von Virgil, vor allem bei Supercard. Halt die Frisch. Like a Virgil. Touched for the winner. Da krieg ich noch nicht mal Lust, das Lied zu singen. Ah, Prost! Na, solange es bei Alboreto ist, ist es nicht schlimm. Da bekommt der Lust. Prost bekommt Durst, ne? Like a Michele. Touched for the very first time. Like a Michele. Like a Michele. Like a Detlef. Weißt du, ich bin leider enttäuscht von Money. Denn der hebt nicht ab. Oh, wie gesagt, der hat heute keinen Bock. Wie ein Astronaut. Der denkt sich heute so, ah, ich hab eigentlich jetzt total keinen Bock. Er ist nicht völlig losgelöst. Ja, der ist diesmal auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Ja. Unständig von ihm, muss man sagen. Aber die Gedanken sind frei. Ja, so wie der Gedanken sind frei. Wer kann sie verraten? Sie fliegen vorbei. Das war der Text 1:1. 1:1. Wo ist Bootsen eigentlich? Oh. Wo ist Hub eigentlich? Hup, huh. Hubschrauber-Einsatz. Fick dich mit deinem Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz. Eins Maul! Tante Detlef! Hup, Detlef, Einsatz. Nein, nicht wupp. Ist klar, ich hab grad Patrick zerstört. Ja. Danke. Haben wir einen weniger Teil. Destruction! Glaubt ihr, wir werden Patrick noch hören? Zusammen! Ohne GLP. Er ist ein Gummibär. Er ist ein Gummibär. Das ist eine Gamertop 18 Form. Samba in Sanford.
Super! Bis an die E. Gute Freunde kann niemand rennen. Gute Freunde sind immer da, wenn sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Geht's wieder, Patrick? Hey, zusammen! Ja. Ich heb ab. Wird abgeschoben. Ich halt mich am Boden. Dominik, du bist richtig abgehoben. Alles blass und Witz. Grau. Bist du blind? Also sag mir Farbe. Wie ein Astronaut. Er sieht die Welt von oben. Sind irgendwelche Grenzdebilen nieder, ey. Wie heißt kein Piki dieses Mal durchhalten? Wer kann nicht durchhalten? Also es wäre ja eigentlich schon schön, wenn sowas wie in Österreich nochmal zu Piki passieren würde. Er wäre der Pechvogel dieser Saison. Übrigens, das ist jetzt schon das vierte Rennen, wo Alboreto, Menzel und Piquet Informationsflug das Rennen fahren. Ja. Dabei. Wie gesagt, ist Piquet ist heimisch bei Brabham. Dabei trinkt er gar nicht. Ja. Wie viele Runden haben wir eigentlich noch? 6. Das hätte ich dir auch so sagen können. Ja, da tut mir leid, ich habe mein Gehirn ausgeschaltet. Merkt man. Nicht so du. Nicht wahr, Patrick? Hup, 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 hup. Hä, was machst du da? Mein Gehirn ist aus. Hast du irgendwie irgendwelche Störungen im Hirn? Ja, also jetzt mal ernsthaft, warum machst du GFP nach? Ja, Alter. Hast du mal Augentumor? Oder ernsthaft, Decoy, wir müssen darüber reden. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Frankfurt? Nein. Hallöchen, hallo. Theo, wir fahren nach Lodz. Theo, wir fahren nach Lodz. Lodz. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie, was? Ja, natürlich. Hat die das geschlagen? Oh, ich wäre so gerne Millionär, denn wäre mein Konto niemals so gerne Millionär. Millionen schwer. Ich wäre so gerne Millionär. Und oh, jetzt Platz 1, okay. Und dann die Zeile von Patrick. Geld. Du musst ein Schwein sein in Kann es sein, dass wir nur noch ein Schwein sein? Nee, aber Patrick darf das Geld nicht behalten, denn... Patrick darf das Geld nicht behalten, denn es ist alles nur geklaut. Eo. Das ist alles gar nicht seines. Das ist alles nur geklaut. Eo. Das weiß er nicht mehr alleine. Eo. Es ist alles nur geklaut, nur gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hat er sich erlaubt. Lodz. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat uns. Zumindest kommt mir das jetzt hier mittlerweile so vorne vor. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, holleri. Was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich roten Mohn? Holleri, holleri, hollero. Wollte auch mal ein Lied einbinden. Ein bisschen Freunde auf die. Aber bitte mit Sahne. Der wir wohnen.
Wer Liebe liebt. Gildo hat euch lieb. Auch wenn es auch mal Tränen gibt. Kommt darüber und singt für euch Lieder. Denn Gildo hat euch lieb. Wieso Gildo auswendig? Ich sehe es schon kommen. Das Video wird gestrikt aufgrund von GEMA. Und das liegt diesmal Miss an. An die Colts Nationalhymnen. Mhm. Thüringer Klöße. Mag ich's gern. Es schmeckt mir am besten. Egal wo ich bin, ich muss. Was? Moment, was? Bitte, Dico, was hast du gerade gesungen? Let's be happy and let's be gay. Let's get happy and let's Alter, nein. Wollen nein. wir wieder Detlef einbinden? Ich glaube nicht. Nein, wenn du es schon singst, dann singst richtig. Let's get happy and let's be friends for tomorrow. Never. Auch eine Textstelle, wo sie sagt, ja, die kommt direkt danach. Let's ja. be gay. Trouble, ich bin eigentlich froh, das ganze Lied nicht zu kennen. Ich kenne auch nur eine Frau. Ja. Wir geben eine Party. For Party? Planet of Blue. I love. Falls you. Irgendeiner das hier hört, bitte hilft mir. Spendet heute noch. SMS. Oh. Every man that I can. Hello, ich bin blank, ich hab kein Geld mehr auf der Bank. I was wondering if after all this years you'd like to meet. Bitte, Hilfe. Atemlos durch die Nacht. Man kann's auch mal übertreiben. Leben mit dir macht. Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal benutzt. Und heute sie Abend... Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Nein, sie liebt nicht den DJ. Oh Gott. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt war ich frei. Ich hatte doch alles und alles, was will. Doch ohne dich leben, jetzt ist es so spät. Verliebt, verloren, vergessen, verdammt, ich will es verlieren. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oh, Gott, im Zelt, den check ich dir heute Nacht. Auf zum vierten Sieg. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Wenn wir weitermachen, wird mir wirklich noch ein Gamer gesperrt. Dass ich was drehe. I don't care. Zeit, dass man so gewinnt. Wer hat an der Uhr gedreht? Niemand! Ist es wirklich schon so spät? Ja, Menzel hat das Rennen gewonnen, Gott sei Dank, nach 3 Stunden gefühlten. Und tausenden Niedern. Zweiter wurde Piquet, dritter wurde Alboreto, vierter Prost, fünfter Senna. Egal. Der die Arrows. Egal. Wo sind meine Arrows eigentlich? Winklock wird Zwölfter. Ja, ist okay. Mein Platz verloren, aber hey. Ist okay. Sura wird 14. Ja, das geht, ja, passiert. Und Buzen 16. Ja, gut. Man kann nicht mal gut. Und der Sieger kommt jetzt zurück. Sieger, da ist er. Hup. Mit zwei Liebsaunen da. For the champions, stand up, for the champions, Du can win,
For the victory, it's you and me. Na. What? So, währenddessen guck ich mal, was da nicht da kommt. Italien, immer noch. Ja. Okay, Italien. Oh, da steht ein McLaren. Oh, da stehen noch weitere McLarens. Tja. Sie riecht eindeutig danach, dass Hubrottengatte jetzt als erste über die Ziellinie kommt. Ach, ist ja schon vorbei. Oh. Smoke weed every day. Das nehme ich mal als guten Abschluss. Oh ja, da waren auch wieder ein paar in der Box. Chris, wie fandest du dein Rennen? Ja, relativ Durchschnitt, ne? Nichts Besonderes. Haben jetzt halt nicht wirklich eine dominante Rolle gehabt, aber hey, nichts Besonderes. Der trifft König. Ich liebe ihn. Gut, Patrick? Ich sag mal so, ich fand den langweiligen UFC-Trailer viel interessanter. Das ist meine Meinung dazu. Max? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, up she rises early in the morning. Ja, da kann ich nur noch was sagen. Und zwar... Detlef. Tante. I did it my way. Da 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 da. Ich musste ein bisschen jubeln. Ja. Das war grauenhaft. Danke. Geh dich schämen. I will walk 500. Hab ich schon. Gut. Indem ich gewonnen habe, ja. Menzel gewonnen. Ja. Okay, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Wir sehen uns in Italien. AIDS. Tschüss. Wenn ja. Ja, ich mach ja schon. Tschüss. Der Holland Grand Prix oder der große Preis der Niederlande, ja gesagt, ist vorbei. Und die Punkte könnten nicht interessanter sein und ja, ich würde beinahe sagen spannend, aber in dem Weltmeistertitel wird es immer weniger spannend. Mit Menzels vierten Sieg wächst auch der Abstand zu Senna. Menzel hat jetzt 58 Punkte, Senna 38. Man muss ja dazu sagen, die maximale Punktzahl, die möglich ist, mit Streichresultaten. Also wenn man jetzt jedes Rennen gewinnt, mit Streichresultaten, wäre 90 noch was. 99 Punkte. Also das ist extrem gut. Die 58 knapp am Maximum und da wird auch in nächster Zeit nur Punkte dazukommen, weil zuerst ja Monaco, dann Kanada und dann Detroit
Warte, Monaco kann man nicht ins Ziel, Detroit auch nicht. Zuerst Monaco, dann Detroit, dann Kanada. Wir müssen ja halt nach den Resultaten gehen. Deswegen, es macht eigentlich nichts aus, weil beide, alle drei Rennen punktelos sind, aber dann geht's los mit Silverstone, dann wird das gestrichen. Und Menzel 4 Punkte abgenommen. Bis dahin hat er aber wahrscheinlich schon ein paar Punkte wieder gesammelt, um das zu komprimieren. Senna ist Zweiter, mit 38 Punkte. Alboreto Dritter, jetzt noch ein Punkt dran, 37 Punkte. Prost Vierter, 26 Punkte. Da muss viel mehr kommen noch. Piqué Fünfter mit 20 Punkte. Stark aufgeholt in den letzten vier Rennen. Unglaubliche Leistungen gezeigt. Tembe 6. mit 15 Punkten. Winklock auch gleich mit 15 Punkten. Johansson hat 13 Punkte, genauso wie Niki Lauda. De Cesaris 9 Punkte. Surra 7 Punkte. Lafitte hat 4 Punkte, genauso wie Warwick und Brundle. Merkel, Lafitte hat 1 Punkt weniger und Brundle 1 Punkt mehr. Falls man es vergisst, bis zum nächsten Rennen. Ich mache das nur vorsichtshalber, nicht, dass es dann irgendwie gesagt wird. Palmer hat 3 Punkte, ist 15. wegen Run und so. Berger, Rosberg, Bulsen haben 2 Punkte und teilen sich den 16. Platz. Und Aliot, De Angelis und Shiva haben 1 Punkt und teilen sich den 19. Platz. De Angelis hat es in der Niederlande endlich geschafft, einen Punkt zu holen in dieser Saison. Das heißt, wir können ihn von der Liste nehmen, von den Fahrern, die noch keine Punkte geholt haben. Das heißt, es gibt momentan nur noch mehr 6 Fahrer, die aktiv fahren, die keine Punkte geholt haben. Dazu zählen Ginzani, Bellof, Martini, Patrese, Rottengatter und Fabi. Und jetzt gibt es keinen Fahrer, wo ich wirklich sagen würde, ja, der kommt noch in die Punkte. Das muss man alles jetzt abwarten. Dann bei uns den Konstrukteuren. Ich habe gesagt, man müsste jetzt anfangen zu zählen. Und wer rechnen kann, dem wird auffallen. Das wollte ich gerade währenddessen rechnen. Hat super geklappt. Nur noch mehr die ersten 5 Teams können Konstrukteursmeister werden. Das heißt, ab Zack Speed kann keiner mehr Konstrukteursmeister werden. Dazu zählen Brabham mit 92 Punkten, Lotus mit 64 Punkten, Williams mit 23 Punkten, Renault mit 19 Punkten und der Ferrari mit 18 Punkten. Auf 6 ist der Zack Speed mit 15 Punkten, 7 sind die Ligier und McLaren mit 14 Punkten, Arrows ist 9. mit 9 Punkten, der Terrell, auch wenn hier steht, nicht teilgenommen, hat 3 Punkte, weil ja der Terrell und der Terrell jetzt zusammengenommen wird und ab sofort die Tables ja nur noch mehr mit dem Turbo fahren. Österreich war das letzte Rennen. Rams haben 3 Punkte. Und Alfa Romeo hat 1 Punkt. Von den Teams, die noch Punkte holen können. Minardi, Tolman, Osella. Auch da bin ich mir nicht so sicher. Ja, das waren schon die Punkte von nach dem Rennen der Niederlande. Ab den nächsten Rennen wird ein anderes Aufnahmeverfahren genommen, denn ich werde zweimal die Punkte zeigen, jetzt pro Rennen. Die Punkte ohne Streichresultate und danach die Punkte mit Streichresultate. Einfach mal zu sehen, den Vergleich, wie wäre das, wenn es keine Streichresultate geben würde. Wer wäre dann Weltmeister oder halt welche Plätze würden sich tauschen, für wen hat sich das gelohnt, für wen hat sich das weniger gelohnt, die Streichresultate, beziehungsweise für wen lief es besser, so. Deswegen werde ich das zweimal aufnehmen, natürlich dann nicht über das Programm hier, weil sonst würde ich dann das nur einmal aufnehmen. Das ist nämlich der Grund, wieso ich es zweimal aufnehme.
Hier kann man nämlich keine Streichresultate einstellen. Aber ja, das macht nichts. Das nächste Rennen ist der große Preis von Italien. Das Heimatrennen von Ferrari und anderen Konsorten. Ferrari fällt mir jetzt auf. Alfa Romeo natürlich. Entschuldigung. Das war's. Und von den Fahrern natürlich. Alboreto. De Cesares. De Angelis. Baldi fährt nicht. Ginzani. Martini und Patrese. Fabi könnte auch Italiener sein. Ja, dann bis zum großen Preis von Italien. Wir haben nur noch mehr 5 Rennen. Italien, Belgien, Europa, Südafrika und Australien. Bis dann, auf Wiedersehen.